Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Bubbles. Happy birthday to you. Du Schwein, Alter. Penis. 2 Jahre, nackte Arme. 2 Jahre, keine Hose. Mr. Ja, Bubbles, was wünschst du dir denn zu Geburtstag? Ganz viele Likes. Okay. Okay. Ach, du kleiner Schlingel, du. Alles Gute. Haben wir Feuerwerk? Haben wir irgendwo Feuerwerk? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Kreis will immer nur deinen Penis sehen, Mr. Bubbles. Wie geht's dir damit? Ah, er schrubbt sich schon wieder ein. Er hat Freude. Alles gut. Alles gut, Leute. So. Aber ich glaube, Mr. Bimsi ist ein bisschen eifersüchtig. Naja, weil... Wie jetzt? Du hast ihn schon... Ah, der war schon hoch. Okay. Guck mal, direkt vor uns ist eine Festung. Ja, Mann, da gehen wir doch hin. Hier. Mein kleiner Mr. Bubbles ist schon ganz erregt. Wenn sie direkt schon vor uns ist. Die Leute haben gesagt, Kreis ist der beste Piratenkapitän der Welt. Haben sie das wirklich? Niemand hat das Steuerrad so gut geschwungen wie er. Ja, und zu mir haben sie gesagt, Mann, du bist der beste Kanonenschwinger aller Zeiten. Großer Ey, Gott, hast du den eingeschenkt. Ich habe gestern so ein bisschen heimlich reingelunzt. Ist dir mal aufgefallen? Und dass das Rare hier wieder vom Musikkonzept her wieder was Geiles... Wenn du zum Beispiel in der Schlacht bist, ändert sich ja die Musik, so ganz schleichend. Ja. Und wenn du dann das gegnerische Schiff triffst, ändert sich in dem Moment nochmal die Musik, so als Trefferresonanz. Ja, ja. Das ist so geil, ne? Die haben damals ja klar, schon die musikalische Untermalung in dem Spiel ist eh allgemein der Hammer. Ja, aber Rare kann das irgendwie auch voll gut, ne? Die haben das damals bei Banjo-Kazooie und so, haben die das auch schon voll gut gemacht. So, dass so schleichende Übergänge in der Musik, wenn du dann in die Eiswelt gekommen bist, lief die gleiche Musik weiter, nur halt... Im Eis-Setting sozusagen und so, ne? Es ist. Ja, sowas haben die drauf, sowas haben die wirklich drauf. Okay, gut, ein Raid. Ganz spontan. Wir Kreis es plötzlich wissen. Guck mal, ich mach hier die gruselige Musik, Alter. Warte, ich steig ein, Moment. Moment, ich steig ein. Und zwar, was nehme ich denn? Die Trommel passt da, glaube ich, ganz gut. Oi, oi, oi. Ist das hier die Insel mit dem Totenkopf, ja, oder? Ich weiß es nicht. Schon, doch. Oder? Alter, was ist das denn? Kanonen! Captain! Alter, böse Kanonen! Richtig böse Kanonen! Richtig, richtig böse Kanonen! Oh! Fuck it! Okay, ich mach einen Anker raus. Ich bin am Reparieren, also du bist oben zuständig. Ich bin unten zuständig. Du kennst die Aufteilung. Einer oben, einer unten. Wir knallen gegen die Insel. Egal, Alter. Das Problem ist, wenn jetzt jemand kommt, ne? Wir werden so geraped. Oh, die Katze! Was machst du mit der Katze? Mr. Bimsi! Du machst was mit der Katze! Okay, ich geh da hoch und geh zum Kanonier. Musst du. Ich hab hier alles repariert. Ich versuche hier alles im Griff zu halten. Pass auf, dass sie nicht weiterschießen. Im Moment tun sie es nicht. Warte, ich bin gleich da. Okay, okay. Alles wieder gut. Alles wieder gut. Ich mach die Türme frei. Die Lage hat sich minimal gebessert. Oi, oi, oi. Direkt hier wieder ein Raid? Alter, raid wieder ein Raid again, ey. Raid again. On the Raid again. Oi. Die Türme sind gesichert. Was ist das hier drüben? Was leuchtet denn hier rot? Unser Schiff blinkt. Unser Schiff blinkt? Ja, weil die Rubine von der Quest da auf dem Ding liegen. Ah, das ist nicht so gut, glaube ich. Auf dem Tisch. Okay. Gruselige Musik. Wo ist denn hier der Anführer? Alter, hier sind ganz, ganz viele Pirates. Okay, sehr, sehr viele Pirates. Au, 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 au! Ich wollte doch nur eine Banane! Wow, 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 wow! Bimsi, rette mich! Irgendwie geht's mir nicht so gut. Ja, ja. Alter, wie viele kommen denn hier? Na gut, es ist Raid, Junge. Alter, aber was für ein Raid? On the Raid again. On the Raid again! Okay, ich krieg gerade ganz schön eingeschenkt. Aber ich hab auch viel erledigt. Ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Ja, ich auch. Ich hoffe, keine anderen Spieler kommen. Das wäre jetzt gar nicht gut. Ja gut, so wie wir die anderen weggelunzt haben, ist es ihr Recht, uns wegzulunzen. Ja, aber dieses Recht will ich ihnen nehmen. Au, au, hey, au, halten die richtig viel aus? Kann es sein? Die halten richtig viel aus, weil wir so krasse Ultrapiraten sind. Die Ultrapiraten, so nannte man uns damals. Hier ist, glaube ich, eine Donnerbüchse. Hallo. Ganz nice. Geht drauf. Okay, ich habe die Welle hier erledigt. Aber da kommt da direkt mehr aus dem Piratenkabuff. Ja, aber der Chef ist noch nicht da. Chef ist noch nicht da. Oh. Jetzt. Nein, was sind das hier für welche? Hier ist ganz viel Goldpiraten. Essen. Goldpiraten, hier sind Goldpiraten. Die Goldpiraten. Goldpiraten.
Sind die Gold angezogen? Die sind aus Gold gebaut. Oh, krass. Ich wünsche die auch aus Gold. Ey, die kannst du, glaube ich, nur mit Wasser besiegen, ne? Wie, mit Wasser? Es gibt Piraten, die kann man nur mit Wasser besiegen. Also der eine hier frisst meine Kugeln. Ja, aber stirbt er auch? Also bis jetzt noch nicht. Das waren alle Kugeln. Irgendwer hat mir mal im Stream gesagt, heißt... Der eine frisst aber schon eine Banane, das heißt, er hat Schaden genommen. Ah, okay, okay, gut. Ey, die sind aber super robusto, Wakabundo. Boah, die sind richtig robusto. Kann man die einschmelzen? Wo haben die Kugel her? Ich schmelze sie, ich meine Gold... Damit stimmt. Oder? Ja, aber Gold ist eh, also das schlechteste Rüstungsmetall überhaupt ist Gold. Ist Gold, ja nicht? Klar. Ist ich meine, allein wenn du schwitzt, verformt es sich sogar. Ja, ja, ne, es ist total weich, es ist irgendwie... Aber das sind halt reiche Leute, das ist halt Dekadenz. Dekadendi. Piraten der Dekadendis. Die Dekadendi-Pirates? Guck mal, er frisst schon wieder irgendwas. Das muss doch mal down gehen. Meine habe ich mit Feuer besiegt. Oder waren sie weg? Aber wo kriege ich jetzt Feuer her? Aua. Nein, ich muss mal eben gerade eine Kokosnuss manchen. Ja, ich auch. Oi, 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 oi. Ich habe noch ein bisschen Feuer. Wie ein Feuer, da kommen sie schon wieder. Aber sehr langsam, sehr, sehr träge. Ja, die müssen ganz schön was mit sich rumschleppen. Aber hier ist auf jeden Fall viel Essen drin. Okay, die sind weg. Ja, Feuer ist die Antwort anscheinend. Haben wir noch irgendwo ein bisschen Feuer? Ich wünschte. Was kommt jetzt? Kommt jetzt nochmal eine Welle? Also hier noch mehr von diesen Reichen. Da hinten irgendwas drin? Nee, leider irgendwie nicht. Ich hab kein... Ich hab noch ein Feuerding. Bimsi, was ist los? Bimsi, kämpfe! Bimsi, mach was für dein Geld. Das Ding wird so gut bezahlt. Das ist eine richtige Bonzenkatze. Okay, der hat auch geburnt. Wie kriege ich denn jetzt... Ach, E muss ich jetzt drücken, oder was? Ah, okay. Achtung, warte, geh mal weg da. Ich hab noch eine Bumbi. Das ist noch ein Fass. Könnten wir den auch hinlocken. Okay, anscheinend burnen ist die Antwort, ne? Ja, ich glaube auch. Ja. Gehen die relativ gut down. Oh oh. Oh oh. Oh oh, oh, oh nein. Das sind Schattenskelette. Da hilft was? Licht. Wie Licht? Du musst erst leuchten mit der Lampe. Und dann werden die so komisch enttarnt. Dann kannst du sie treffen. Ja. Schattenskelette musst du einfach nur anleuchten. Die halten auch nicht so viel aus. Ah, meiner ist wieder Shadow. Ey, 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 weg da, du Schattenmax. Alter, Schattenmax. Hier. Riech an meiner Funzel. Du dumme Sau. Boah, ich muss weg hier. Boah, der hat den einen da hinten zerlegt. Die erschießen sich gegenseitig. Würde ich gut finden. Oh nein, er ist wieder Shadow, oder? Jetzt. Alter, die Knarren tun echt weh. Achtung. Leuchte durch, schlag. Okay. Yes. Und hier nochmal drauf. Okay, noch ist hier niemand. Mangos mitnehmen und Äpfel. Ich schaue immer mal wieder so ein bisschen aufs Meer. Ja, ja. Alter, was sind das denn jetzt für welche? Irgendwelche Bananen. Bananen. Bananen? Wo sind die? Bananenpiraten wollte ich sagen. Aber daraus wurde irgendwie das Wort Bananen. Die sind getarnt. Die getarnt. Ja, die sind getarnt, die? Ja. Die sind in the shadows mäßig. Also, die haben so eine komische Tarnrüstung. Ich frage mich nur, wie kann man die sehen? Mit dem Fernrohr? Nee. Leuchten? Auch nicht. Wie kann man die sehen? Muss hier irgendeinen Trick geben. Soll ich mal Wasser versuchen? Ja, versuch mal Wasser. Ah, da drüben sind sie! Oh, was ist das denn jetzt? Ich hab sie gegossen. Da ist irgend so ein Schatzskelett. Hier! Oi! Der antike. Oh, geil! Echtgeldskelett. Alter, ist hier wieder alles los. Okay, haben wir hier noch welche oder? Ruhig, chillig, gemütlich. Wieder ein Horn.
Das Muschelhorn. Blown the horn. Oh, 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 jede Menge. Oh, die haben aber alle Knarren. Mal so kleine. Alter, aber wie viele? Alter. Moment. Ich hab nichts mehr zum Werfen. Bam. Bam. Ich hab ihn gut gegeben. Wow, ich bin down. Schnell, hol mich. Da war ein Fass. Der eine hat mich ausgelöst. Aber ich werd gejagt. Schnell, beeil dich. Das schaffst du. Nee, Okay, dann gehe ich zum Fährmann. Bist irgendwie überlebe. Du bist unterm Haus gewesen. Halte durch, mein Freund. Na gut, du kommst ja eh zum Schiff, also. Der nicht so weit weg jetzt. Boah, solange niemand kommt, ist alles Chili Vanilli. Aber ich bin natürlich auch ein bisschen nervös in der Höhs. Nervös in der Höhs? Na, ich hab ein bisschen nervös in der Höhs. Anscheinend sind die normalen Raids nicht mehr interessant. Alle wollen nur noch hier die Geister-Raids, ne? Alle wollen nur noch den Geister-Raid, ja. Alle wollen zum Geisterschiff. Komm, die, Alter. I'm on the way, man. Diese kleinen, normalen Billo-Skelette machen halt auch böse Damage. Ja, vor allen Dingen, weil die alle hier dicke Waffen haben. Okay, sind alle down. Ich komme. Mango essen? Nein, sagt Kreis. Okay, wie ist die Lage? Mal gucken, ist hier noch irgendwas Spannendes drin? Essen ist hier noch ja, auf jeden Fall genug. Ja, ich muss mich erst dran gewöhnen, dass die dieses neue Kommunikationssystem da eingebaut haben. Okay, da kommen noch mehr. Wann kommt denn hier der Chef? Wie lange geht denn das? Ich weiß nicht. Ich versuche zuerst den Musketengeil. Sag alle immer, der hat keine Musketen. Ja, ist eine Blunder, bla. Alter, oh mein Gott, kommen da viele. Ah, die Blunder-Dudes machen halt den Löwenanteil, was den Schaden angeht. Ja! Die blöde Socke! Miau. Ganz ruhig, Bimsi. Ganz ruhig. Alter, wie viele Runden muss man hier fighten, Junge? Treasure Hunting Boys. Jetzt für welche? Alter, jetzt kommen irgendwelche... Ja, die Blumenbande. Die Gartenzwerge. Boah, Alter! Captain Flowerbart. Doppel-Rosie habe ich eben gerade bekommen. Muss gerade wieder was essen. Okay, noch ist alles gut. Captain Blumenbart, der Pirat. Ja, war der Blumigste aller Piraten. War's das? Nee, da müssten wir schon einen Schlüssel kriegen oder so. Ha. Aber es passiert nichts. Es kam Geräusch. Ja, es kam Geräusch. Ja, da kommt auch schon wieder Musik jetzt. Bei mir noch nicht. Jetzt. Jetzt kam irgendwas, aber wo? Unsichtbare? Ich höre was. Kämpfst du? Nee. Hä? Also ich habe keine Ahnung, aber irgendwie... Haben wir gewonnen? Oh, liegt hier Alter, irgendwas hier. Rum? Oh, die Goldenen, Alter. Schon wieder Güldene? Aber richtig Gülden, hier bei mir. Hier drüben. Oh nein. Oh, die fackeln alle. Okay, da hinten kommen noch mehr. Oh, noch mehr. Okay. Ich muss sie alle treffen. Wir brauchen Feuer. Ich habe keine Booms mehr. Boah, ich habe auch keine. Aber vielleicht da oben im Turm. Oder hier. Bei der Kanone. Glaubst du, die kann man auch mit einer Kanone besiegen, dass einer irgendwie mit einer Kanone drauf zimmert? Ich weiß nicht. Hast du was gefunden? Nee, ich finde nichts. Warte, ich geh hoch zu dem Turm. Okay, hier sind noch Donnerkugeln, ist das dasselbe? Versuch's. You have nothing to lose. Ansonsten nimm so ein Sprengfass. Ne, hier oben ist gar nichts. Hier oben ist nur ein Sprengfass. Mehr gibt's ja nicht. Ah, doch, hier. Ah, aber nur ganz normale Sachen. Okay, Sprengfass muss her. Ich hab noch drei gefunden. Bei mir lungern noch welche rum. Achtung, Vorsicht. Wow. Vorsicht. Wow. Yes. Geil, Mann. Zerbummt. Geil, Mann. Gut, weggeholt, die Schweine. Ach so, weil er im Wasser ist, brennt er nicht, klar. Ja, stimmt, klar. Haben wir hier noch ein Sprengfass?
Kann man die mit Munition besiegen? Nee, habe ich ja auch schon gemacht. Ich habe auch schon drauf geschossen und irgendwie hat er gesagt, es juckt mich null. Aber er ist eine Banane. Uff. Ah, vielleicht, wenn man... Ja. Echt? Okay, dann baller sie weg. Ist nochmal ein Sprengfass. Vorsicht. Oh. Achtung, Sprengung! Habe ich ihn? Ja. Okay, Muschelhorn wird geblasen. Hier oben ist eine Munitionskiste übrigens, ne? Wo? Hier, hinter mir, hinter dir direkt. Hier, wo ich stehe. Oh, nice. Da ist nochmal Würmer und Maden. Da kannst du richtig Munition looten. Alter, aber hier kommt schon wieder... Fight, wie lange geht das denn? Ich weiß es nicht. Ich habe das noch nie von Anfang an gemacht. Da waren die ja schon richtig weit. Kein Wunder, dass sie so angepisst waren. Da haben da voll viel gemacht. What? Halt durch, ich komm. Kein Wunder, dass die so angepisst waren. Ja, die waren richtig angepisst, weil haben da irgendwie eine halbe Stunde geraidet, gekämpft, gefetzt, ihre ganzen Sachen da reingesteckt und dann kommen wir und kassieren ab. Ja. Es war kein schöner Tag für die Bande. Nee. Oh mein Gott. Oh, Alter, das sind 1 Milliarde Gegner. Oh shit. Ist die Kokosnuss? Ist den Granatapfel? Hey, hier war irgendwie so ein Typ. Wie jetzt ein Spieler? Hier war auf dem Fährmannsschiff. Da ist irgendwo jemand auch gerade gestorben. Hast du gesagt, hey, Freundschaft? Nee. Bist du schon wieder da? Ja. Ich glaube, ich habe die Welle bezwungen. Ja. Ey, das gibt's doch nicht. Wie viele Wellen wollen die uns noch entgegenschmettern? Noch mehr Pflanzen. Schmetterbart, der Pirat. Schmetterbart, der Schmettermann. Irgendwann muss doch mal gut sein jetzt. Sie waren die blumigsten Piraten. Der eine hier, der Blumenführer, ist aber richtig stabil. Mr. Bubbles, übernehmen Sie. Das Fass ist schon leer. Oh, hier drin wieder. Oh nein, wieder die Goldies. Oh, kacke, jetzt bin ich selbst angezündet wieder. Wieder das Team Golden Horn. Oh, aber die brennen gut. Yes. Wäre geil, wenn die irgendwie auch Geld hinterlassen würden, dass man looten könnte, ne? Ja. Stabil. Wirklich verdammt stabil. Einer ist down. Alles klar. Ist hier noch Essen drin? Boah, hier sind Bananen und so noch drin gewesen. Jetzt muss aber mal der Chef hier kommen. Oh, da sind wieder die Lampis, glaube ich, ne? Schon wieder? Ja. Ich leuchte, du tötest. Oh, okay. Ah, Moment, das ist hell. Ich glaube, da haben die keinen Effekt. Ah, jo. Ja, gibt ja auch irgendwie Sinn. Mr. Bubbles regt sich irgendwie auf. Vorsicht, da hinten. Nicht die Nerven verlieren, Mr. Bubbles. Mr. Bubbles, du beobachtest weiter. Wir besorgen dir Geburtstagsschätze. Geburtstagsschätze für Mr. Bubbles. Kokosnuss in den Mund. Mit Schale. Ja, so schmeckt sie am würzigsten. Alter, wie viele Runden kommen denn hier? Ich habe keine Ahnung. Ist das richtig so? Oder muss man irgendwo einen Seelenkelch füllen? Oder sowas? Da, der Chef! Captain Cheetah Cheetos! Captain Cheetah Cheetos! Der Bananigste unter den Cheetahs! Der Bananenkapitän! Er kämpft nur! Aber es sieht noch nicht nach einem Endboss-Boss aus, irgendwie. Ja, ich weiß nicht, er will schon seine Banane lümmeln. Nee, das war kein Boss, das war nur so für einen oh Schädel. Oh mein Gott, what? Das war nur für einen Schädel. Oh mein Gaga-Gott. Schädel lege ich mal hier hin. Oh, was? Oh, jetzt kommen noch die Aschenmeister hier. Alter, was haben die denn alles weggerotzt? Wahnsinn. Ich wusste ja nicht, dass ein Raid so lange geht. Das wusste ich auch nicht. Oh Gott, ich muss essen. Die armen Leute, jetzt habe ich ein bisschen Mitleid wieder. Aber nur ein bisschen. Auch nichts mehr zum Werfen. Aua.
Naja, das ist, geht ganz schön an die Substanz, so ein Raid. Da ist meine Knarre schon wieder leer. Der Ascheprinz hier, oh Gott, meine Kokosnüsse. Need more coconut. Ich brauche Nuss. Dringend Nuss. Ich brauche Nuss und Moon. Ich hab Munition. Aua. Vorsicht. Oh Gott. Wir müssen diese Kleinen auch wegholen, weil die machen auch böse Schaden. Die halten alle so viel aus. Ich hab Wurfsachen gefunden. Boah. Oh nein, hier ist ja Wasser. Scheiße, ich brauch Essen. Vielleicht einer an die Kanone und die zu den Kanonen ziehen und dann BAM. Oh, oh shit. Alter, ich der kann... Die Bananen. Oh, wow, wow, ich bin fast tot. Ich auch. Ich hab nichts mehr zu essen. Ich hab kein Musli mehr. Muslimann! Wo ist der Muslimann, wenn man ihn braucht? Er ist eine Banane. Die feige Sau. Immer ein gutes Zeichen. Oh, oh, ich bin sowas von RIP. Okay, ich hab nichts zu essen. Ich auch nicht. Da hinten waren noch Bananenreste. Vorsicht, der Aschemann, er rennt hinter dir her. Nein, da ist nichts drin. Ja, Banane. Ich hab nur Würmer. Ist die. Ne, die bringen doch nichts, da kotzt man nur, oder? Ich glaube, die bringen was, aber man kotzt trotzdem. Oh, jui. Oh, jetzt Bananen gefunden. Ich habe die Kleinen hier schon mal einen wieder weggeholt. Ich esse Bananen. Wow, was war das? Der hat sich teleportiert oder so. Ja, der kann sich teleportieren. Da hinten. Er kommt zu dir, Vorsicht. Prinz Asch. Das ist ein Schlüsselmeister gewesen. Alter, ich habe einen Schlüssel und einen Schädel. Krop. Das ist ein... Oh. Miau. Nicht meine Woche, miau. Oh, hier liegen noch mehr Schädel. Ja, hier liegt eine Menge Zeug. Oh, ich habe nochmal echt gut Essen gefunden. Und Brandys. Essen und Brandys. Ich habe auch noch ein bisschen Essen. Ah, da sind wieder ja, aber das Geister. Ist easy. Lange Tag ist. Aber die, die... Oh, 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 Fred, da ist er. Ich glaube, da ist der Boss. Das ist der Boss, definitiv. Der sieht so bausig aus. Der sieht so aus wie... Aber erstmal die Kleinen wegholen, weil die machen bösen... Schmeißbiert-Schaden. Heldenhafte Musik! Da-da-da! Wir Mr. Bubble! Unsere Prinzessin der Herzen! Wir fetzen uns mit diesem Dude! Okay, ich geh zum Fährmann, ich komm wieder. Ich geh auch zum Fährmann! Alter, ich hab mir einmal in die Fresse geschossen! Ja, ja, ich hab ihn. Ich wollte, weil die anderen schießen ja nicht mit dem Schwert, weißt du? Eieieiei. Nimm die Flamme mit. Kriegt man da eine Flamme von dem? Ah ja. Oh, eine grüne kriegt man, eine Bossflamme. Die Baba-Boss-Flamme. Die Baba-Boo-Flamme. Wenn wir den jetzt bezwingen, müsste doch der Raid verschwinden, ne? Wenn wir den jetzt bezwingen, dann ist der Raid vorbei, denke ich, ja? Dann haben wir vielleicht die Ruhe, weißt du? Die Raid-Ruhe. Und direkt in der Nähe ist ja auch ein Außenpost. Das heißt also, I'm in the money. Auch wenn wir in... Wir eigentlich wollten wir Quests. Eigentlich ja, sind aber die das Typen war halt auf YouTube, die Quests machen. Ja, klar. Wir sind die Typen auf YouTube, die Quests machen, die niemand machen will, weil sie voll anstrengend sind. So, weiter geht's, Junge. Bin unterwegs. Wo ist er? Wo ist Questbart, der Pirat? Den Questbart, der Gesichtige. Achtung, da steht er rum. Ach, der ist direkt hinter mir. Wollt der eine Banane essen? Ich glaube, der ist vielleicht schon fast am Ende. Ey, von den drei Schlägen, die wir ihm verpasst haben? Weiß nicht. Weil er so ein Schütze ist, ist er vielleicht gar nicht so stark. Wow! Okay, ich nehme alles zurück, Questbart. Questbart hat mich in die Luft gesprengt. Granatapfel for me. Er hat zwei Gesichter. Wir müssen seine Lakaien, vor allem die mit den Knarren, erledigen. Der Herr Mr. Two-Face. Alter, es sieht ja böse aus, ne? Was macht er denn jetzt? Sieht krass aus. Die andere hat sich ja immer wieder verdudelt. Die er hat sich gerade auch verdudelt einmal. Alter, wenn der dir so einen Clothesline gibt, ne? Was macht er jetzt? Ich glaube, er verdudelt sich. Ja, er macht einen Yankee Doodle Die.
Oh, seine kleinen Freunde machen mir gerade Probleme. Okay, ich mach die. Achtung. Wow, oh, wow, ich bin beim Fährmann. Oder kannst du mich holen? Leg da oben. Nee. Versuch's. Ich bin ganz schön weit weg. Run, my friend. Ich bin weggeflogen. Wo bist du? Oben. Auf dem Bananensteg. Schnell. Ich kann nicht. Nee, ja. Nee. Ist schon weg. Was? Ey, ich bin immer noch nicht beim Fährmann. Wie schon weg? Lässt er mich da einfach im Dreck liegen? Na, ich stand doch dran. Also noch bin ich nicht beim Boten. Wie jetzt? Er sagt, ich soll ein kostenloses Praktikum bei ihm machen? An die Kanone mit dir, Kies? Was? Ich soll ein Abo abschließen? Er will ein Abo. Überlebe. Was heißt denn... Frettchen oder so heißt es? Groundl, oder? Oder... Nee. Ich esse noch eine Coconut. Coconut for Friends. Eine Nussfreundschaft. Er schimpft. Was ist mit ihm? Oh Gott. Unterwegs. Oder warte, soll ich versuchen mit der Kanone? Nein, ich laufe ja auch noch rum. Ja, aber ich glaube, es gibt kein Friendly Fire. Ja, doch, mit Kanonen ja. Sicher? Das ist eine Kanonenexplosion. Warum kriege ich keine Trefferquote angezeigt? Wow. Yes. Manchmal werden wir... Wow. Haben wir hier Besuch oder ist das der Wind? Habe ich ihn getroffen? Wow. Au. Passen Sie bitte auf. Au. Tut die weh? Er ballert hier alles. Ich glaube, Kanonen... Nein, weil letztens, wo ich da irgendwie überfallen wurde... Die haben auch mit Kanonen geschossen und einfach auf ihre Freunde. Da ist niemand gestorben. Like a dude. Sollen wir ihn sprengen? Soll ich mal versuchen, mit einem Fass in seine Nähe zu kommen? Ich versuch's. Ich hole ein Fass. Hier oben ist nämlich noch eins. Okay. Wow! Ich bin bis aufs offene Meer geflogen, Alter. Aber du lebst noch. Ja, noch, aber ich habe kein Essen mehr, oder? Doch. Ich hab noch ein bisschen Essen, Bananen. Komm schon, geh hoch! Guck mal, ich hab. Ja! Boah, hast du ihn getroffen? Ja, und er brennt. Der steht da, brennt, beschwert sich. Ich kann schon aus beidem. Boah, er macht den Superstampfer. Ich habe seine Kumpels mit raus auf die weite See gelockt hier. Hat gerade gesagt, S steht für Stampfen. Hier, brenn, du alte Socke. Niemand hat dich lieb. Boah, hier geht's richtig rund. Oh, er brennt wieder. Munition hier oben holen. Nee, der hält ja alles aus. Die andere auch so viel ausgehalten. Ich finde den hier schlimmer. Ich finde den irgendwie schlimmer, ja. Weil er irgendwie böse Angriff hat. Guck dir das an mit seiner Bananen-Power. Er hat fiese Bananen-Smash-Power. Er hat die braune Banane geschlabbert. Oh, keine Munition mehr. Ja, sag mal, wie viele Wellen hält der Typ denn noch durch? Er sagt halt dauernd, F steht für Freundschaft, aber irgendwie nicht. Oh. Boah! Ich glaube, ich muss so einen Power-Angriff machen. Was ist ein Power-Angriff? Gedrückt halt ein Angriff. Ach so. Gibt es irgendwo noch Nahrung? Komm schon, ich will diesen Raid gewinnen. Keine Ahnung, leeren. Hier ist noch was. Ja, hier Bretter. Ist noch Coconut. Das sind noch Bretel gewesen. Ein Bretel. Ja, mei. Nein, der macht so einen Super Smash. Hulk Smash. Hulk Smashy Mash. Ich sag dir die Kanone. Wir locken ihn Richtung Kanone und ich bombardiere ihn. Ich bin fast tot schon wieder. Ich bin an Bord. Ich schnapp mir jetzt die Kanone. Vielleicht treffe ich ihn ja irgendwie. Wo ist er denn? Da oben steht er rum. Ja, aber wir haben den Winkel. Nee. So treffe ich den Mann schon mal nicht. Ich muss dem Fährmann schon wieder meine Seele aufdrücken.
Bleib dran, Bengel, bleib dran. Es bleib ja morgens dran. Es sind noch keine Leute online. Early in the morning. Boah, aber der ist halt robusto. Extrem robusto. Er ist richtig vagabundo. Sehr vagabundo. Wir haben bald alles, was auf diesen Fässern ist und so. Da hinten kommen Geisterschiffe! Oh nee. Oh ja! Oh Gott, wie viele! Ernsthaft jetzt? Ja! Er ruft Geisterschiffe als Unterstützung! Alter, was ist das denn? Oh nein! Warum auf einmal Geisterschiffe? Ich weiß es nicht. Kommen die zu uns? Keine Ahnung. Ich werde sie erstmal nicht provozieren. Oh nein, das bedeutet, wenn da hinten gerade die böse Geister-Action abgeht, dann kommen dass da Spieler gleich, kommen. Dann kommen da gleich ganz viele Spieler. Und unser schöner, kleiner, gemütlicher... Ey, der futtert hier in aller Ruhe übernommen, der Penner. Der Schwanzbart. Ja, Schwanzbart. Okay, dann haben wir ihn fast. Wenn er am Bananenpunkt ist, dann kann es nicht mehr viel sein. Oh. Schieß noch ein bisschen mit der Waffe oh nein, drauf. Warte. Nein. Der macht jetzt gleich seinen Sprengungsmove. Nee, der macht das Beschwören. Wenn er mit den Armen wedelt, holt er die Freunde. Alter, bin ich weit geflogen. Raus aufs Meer zu den Geisterpiraten hat er mich gewämst. Komm schon, da muss doch jetzt mal Schluss sein. Keine Munition. Achtung. Wow. Irgendwo noch Essen drin? Boah, ich hab nichts mehr im Leben, Moment. Gleich haben wir eh alle Vorräte gefressen und... Deswegen schieß auf ihn. Ja, aber ich bin quasi schon wieder down. Oh, jetzt bin ich down. Ey. Der kann so viel nicht mehr haben. Nee, kann er nicht. Die Geister sind immer noch da hinten böse aktiv. Ja, die lassen wir erstmal außen vor jetzt. Da naja, keine Geister. Keine Geister im Moment. Heute keine Geister. Na, das habe ich nicht gesagt. Aber jetzt gerade keine Geister. Jetzt gerade keine Geister. Und wenn das Schiff voller Schätze ist, vielleicht auch keine Geister. Nee, er steckt alles weg. Er ist in der Ecke. Oh nein. Er frisst wieder eine Banane, glaube ich. Gib ihm den Checkoff-Schuss des Todes. Achtung, er macht, glaube ich, einen Spreng-Move. Nee, er beschwört. Oh, er macht doch einen Spreng. Zack, wieder zurück aufs Schiff. Ja! 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 Belobigung gekriegt. Alter. Edelbart. Edelbart, der Schmandpirat, ey. Der Schmandpirat. Da. Befehle Skelett, Festungsschlüssel. Geh aufmachen, oder? Ja, geh aufmachen. Ich hoffe, da sind geile Sachen drin. Nach all dem Stress. Oh la 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 la. Yes! Oh, leck mich in der Kimme! Direkt die fette Truhe. La 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 la. Die fette Truhe. Ey, irgendwer hat gesagt, und das ist eigentlich eine geile Strategie. Mit dem Haken alles raus. Ja, ja, dreh mal das Schiff. Damit du ungefähr, oder meinst du, kommst dann hier, wenn ich das hier hinlege? Ich weiß es nicht. Naja, wir sind so nah dran. Eigentlich können wir den letzten Meter auch gehen, finde ich. Ja gut, aber das bringt schon einiges. Wir haben geraidet wie echte Männer. Echter Männer-Raid. Diesmal haben wir nicht rein... Ein Herren-Raid. Alter, was die schon hinter sich gebracht haben. Kein Wunder, dass die so angestrullt waren, ey. Ja, klar. Kann ich verstehen. Wenn jetzt jemand kommt, denkst du auch noch so, oh, hier liegt alles schön am Strand. Ach, ist aber nett. Ja. Naja, ich kann ja hier alles hinschleppen. Du nimmst die Hapu. Ja, das Pulverfass schleppe ich vorsichtshalber mal per Hand, ne? Man weiß ja nie. Ach ja, die Leute haben geschrieben, es bringt gar nichts da oben, das reinzulegen. Das hat so eine hohe Sprengung, so ein Festungsfass, dass es alles wegholt. Boah, da hinten halt noch die Geisterpiraten. Würde mich schon reizen. Also mir hat das schon was gebracht. Weil da schießen nicht direkt alle hin. Das ist das Ding. Es geht darum, um zu treffen. Wenn ich es unten in den Rumpf stelle und jemand ballert mir scheißegal wo vor den Rumpf, dann geht das Ding hoch. Wenn mir unten einer gegen den Rumpf ballert, geht das Ding hier oben aber nicht hoch. Darum geht's.
Ja, gut. Ne? Die klugi Scheißers wieder. Ich hab voll die Erfahrung, ich kenne mich auch. Die haben gesagt, ja, ja, ich kluger Mann, du dumm. Mhm. Das ist ja mal wohl approved. Ah, auf jeden Fall bin ich zufrieden. Ich meine, noch sind wir nicht durch, ne? Noch sind wir nicht durch. Noch haben wir es nicht abgeliefert. Und die Ghost Chips stehen hier direkt neben uns, aber da gehen wir jetzt nicht hin. Ja, wir liefern ab und wenn die da noch da sind, gehen wir hin. Ja, wenn die da noch da sind. Weil das sieht geil aus da hinten. Sieht unglaublich geil aus. Fetzt sich denn irgendjemand mit den Ghosties? Nee, ne? Im Moment noch nicht, nee. Wahrscheinlich ist niemand wahnsinnig genug. Niemand ist wahnsinnig genug, ja. Ey, die sind aber sehr, sehr nah, ne? Die sind sehr nah. Geisterfreunde sind sehr, sehr nah. Aber ich habe keine Lust jetzt auf Geisterfreunde. Ich habe mega Bock auf Geisterfreunde. Ja, Alter, also, ich habe eine goldene Reliquie gefunden. Ja, dann. Boah, können wir hier Sachen rausplündern? Und, kannst du die Sachen angeln? Ja. Läuft? Ja, ja. Oh, daneben? Achtung, nicht mich jetzt angeln. ich muss... Das Schiff schwankt ein bisschen, aber... nach ein paar... Hier ist noch viel zu schleppen, mein Freund. Ja, das Piratenleben, das ist richtig geil. Ja, schon. Im Moment ist... Das ist eins dieser Spiele... Das ist kein Witz, das ist eins dieser Spiele... wo ich, wenn ich es nicht spiele, muss ich irgendwie dran denken. Weißt du? Ja, ja, man will einfach immer weitermachen. Ja, ja, in der Zeit, wo ich es nicht spiele, muss ich dran denken. Wenn es nach mir ginge, würde ich den ganzen Tag nur plündern und brandschatzen. Segen, ja. Dich brandschatze ich auch? Ich will diese Geister da hinten aufmischen. Schnell alles abliefern und dann rüber zu den Ghosties. Denkst du, sie sind echt übel? Weiß ich nicht, die sind ja auf jeden Fall noch neu. Die sind ganz brandneu. Den konnten wir ja gestern nicht spielen. Ja, ne, die Leute haben gemeint, ja, dann ruf doch Bill Gates an. Ja, du bist doch Teil der Verschwörung. Du bist doch Teil der Microsoft-Gemeinde. Nein, wenn der Server gewartet wird, dann ist er aus, Kinder. Das bedeutet, man kann nicht spielen. Und das ging gestern viele, viele Stunden über so. Du Luga, ich hab durchschaut, großer Trick. Ja, aber da siehst du einfach das körperliche und geistige Alter vieler Menschen so, ne? Ja. Ey, ich sag in den ersten 2 Minuten, die Demo, wie ihr hier sehen könnt, kann man nicht im Multiplayer spielen. Ja. Das ist grau. Also ihr müsst nicht wann mit Kreis schreiben. Wann mit Kreis, du Lugu. Ja. Ich hab Kumpel, der hat hinbekommen. Ja, ja, ja. Ich hab schon gesehen bei anderen YouTubern, so ein Schwachsinn. Das ist ja, aber das sage ich in den ersten 20 Sekunden und trotzdem. Spiel doch Multiplayer, du Spast. Da sieht man halt, die Leute hören null zu, klicken irgendwie nur drauf und grunzen. Ja, 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 ja. Ja, so ist das. Wenn ich nicht stinkreich damit werden würde, ne? Ach so, okay. Wenn nicht einer von uns damit Geld verdienen würde, dann wär's nicht dann... Wenn du musst das weiter nach vorne legen. Da sind so Steine im Weg, siehst du die? Da komme ich nicht, sonst komm ich da nicht dran. Hä? Warum will er nicht? Ich treff doch genau, oder nicht? Nö, direkt davor. Jetzt. Ah. Ah, ich schleppe und er hat den geilen Job. Aber beim letzten Mal hab ich geschleppt. Und, haben wir beide geschleppt, also jetzt machen wir hier einen Punkt. La 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 la, Piraten sind wir. Das Schiff mal wieder voller Schätze. Es sieht Alter, ziemlich zerstückelt aus. Richtig geil. Wir steigen wieder in den Leveln. Zum Glück, obwohl, wenn wir jetzt noch unter Fahne segeln würden, das wäre natürlich... Kann man die kurz davor ranmachen? Oh, das weiß ich Bonus? Nicht. Können wir ausprobieren, wenn wir wirklich kurz vorm Posten sind. Nein, du musst die ja beim Dings, du musst die ja beim Posten aktivieren. Achso, ja, was ist, wenn wir die beim Posten aktivieren, dann die Sachen abgeben? Das Schiff ist randvoll mit Sachen? Weiß ich nicht. Das klingt aber auch, als wäre es überhaupt nicht für die Piratenehre. Was immer du mit deiner Ehre... Ich hab Ehre, Piraten. Ich werde schon eingeladen von den größten Piraten dieser Welt in ihre Crews. Ja, und mich sagen alle, ah, Kies, du bist ein rachsüchtiger Hurensohn. Willkommen an Bord. Weißt du, so.
Warum ist der Ascheschlüssel wieder ins Wasser gefallen und der Diamant auch? Ja, toll. Gut gemacht. Wie kannst du es da rausfischen? Ja, muss ich. Die Geister sind immer noch da. Mann, die Geister reizen mich. Die Geister beizen dich? Die beizen mich richtig. Vergiss nicht, ne? Wir müssen Truhen, die wir aufmachen können, aufsparen, damit wir dann da drei Sachen auf einmal transpofizieren. Ach ja, und diese Geschenke und Pralinen, die müssen ins Schnetterversteck hoch. Aber das ist nicht weit weg. Das ist super weit weg. Denn auch wenn die Schnitter sehr verwegen und böse aussehen, stehen sie trotzdem auf Pralinen und Rosen. Ja, das macht jeder. Jeder steht auf Pralinen und Rosen. Naja, auf Rosen stehe ich jetzt nicht so unbedingt. Ach, klar. Nee. Ich bin immer so jemand, ich weiß nicht, Blumen sind nicht so mein Ding. Also Blumen, die sterben. Ja, gut, da guckst du zwei Tage drauf, ja, aber da guckst du zwei Tage drauf, dann sind die welk, stinken, hängen da im Wasser drin. Ich mag eher, wenn mir jemand so, weißt du, wenn wir oft Besuch kriegen, ich krieg dann oft so Pflanzen fürs Hochbeet und ja, so. Ja, sowas klar, aber so einfach Rosen geschnittene, ich weiß nicht. Nee, das ist so ein kommerzielles Ding, ne? Hä, wieso ist denn jetzt das Ding da schon wieder ins Wasser geplumpst? Naja, weil du kein guter Angler bist. Ja, nee, irgendwie ist da Öl auf dem Haken. Was hast du? Der Kies hat gesagt, ey, ich nehme den Haken heute mit nach Hause. Ja, aber das war ja die Griechenland-Party. Nee. Jetzt riecht er nach Knoblauch und Öl. Ja, klar, natürlich. Da habe ich meinen Schaschleck drauf gemacht. Schaschleck? Mein Arschleck. Schaschleck, Arschleck? Meine Arschleck-Truhe. Alter, wie viel kommt denn da noch? Ja, viel. Echt jetzt? Ja. Das ist eine randvolle Höhle, du. Da ist alles drin. In der Baba Cave. In der Baba Cave? Wieso kann ich das nicht aufheben hier? Also 20 Mal laufen ist noch. In der Baba Höhle. In der Baba Cave. Da wurde ich berührt. Hat mir den Baba genannt. Baba Höhle. Da knarzte meine Tür. Na, es ist auf jeden Fall angenehmer als immer schleppen, ne? Ja, ich merke davon nichts, also. Von dem angenehmen, ich bin auf See und angle und genieße meinen Ruhestand, davon merke ich nichts. Unser Schiff knarzt schon. Kann es sein, dass man zu viele Schätze hat und dann untergeht? Ja klar, wir sind zu schwer. Ich würde sagen, wir lassen dich zurück. Fürs Team halt. Hey, Mr. Bubbles und so, die brauchen halt auch was. Ich unterstehe dem Kommando des Affens, also. Was sagst du, Mr. Bubbles? Aber komm, das hat sich jetzt aber angeboten. Wir starten die Episode und direkt vor uns erscheint dieser Festungsraid. Dieser ultimative Raid, ja. Aber dann gibt's ja noch Geisterpiraten, wo wir auch noch hingehen, nachdem wir abgeliefert haben. Wir gehen dahin. Ich werde diese verdammten Geisterpiraten nicht mit ihren Gräueltaten davonkommen lassen. Aber die fahren da nicht um den Standort, ne? Also, oder? Das sind Seniorenpiraten. So alt, dass sie leuchten. Ex-Mitarbeiter aus dem Kernkraftwerk. Wir sind gar keine Geister. Wir sind gar keine Geister. Ich lebe noch. Tötet ihn, er ist gar kein Geist. Ich höre Schüsse. Habe ich da gerade Schüsse gehört? Ja, da ist auch ein Schiff. Ein echtes Schiff, ein großes sogar. Sollten wir hier weg? Vielleicht sollten wir hier weg, ja. Ja. Bring Komm schon. Oh Gott, das ist ein Riesenschiff. Ja, die... Die sind auf jeden Fall dicker als wir. Sammel den Rest hier noch ein. Ich hole dir das letzte Ding und dann weg. Oh Gott, hier ist ja noch eine goldene Vase. Aber die ist eh nichts wert. Die können sie haben. Da scheiß ich rein. Na gut, ich denke, die werden einen Moment beschäftigt sein, wenn sie jetzt gegen die Pirates kämpfen. Was ist bald? Es sind noch zwei Schädel. Ja, man muss sie ja erstmal treffen. Wir haben eine sehr kleine Hitbox. Ich will auch gegen die Geisterpiraten kämpfen. Mann! Die lachen mich an und sagen, kämpf mit mir! Edler Geist! Aber die treten gleich gegen die ganze Flotte an da. Anscheinend, ne? Ja, es muss ja auch ein bisschen spannend bleiben, boah, wie das Lager da unten wieder aussieht. Okay, wir. Ey, komm, ich hol ihn einfach. Ey, ja. Ja, eh die Wellen, Junge! Angel dann nicht, angel dann einfach nicht. Achso. Jetzt. Wo bist du? Ja, hier, schon unter Deck. Los, Abmarsch!
Schnell Abmarsch. Weg hier. Wohin? Warte mal, jetzt ich müssen wir erst genau hinter gucken. Hinter uns einfach. Oh, hinter die werden sogar auf der Karte angezeigt, die Geisterpiraten. Ne, vor uns. Außenposten, Dekatuf. Haben wir am wenigsten Stress. Direkt voraus. Naja, warte, ich muss ganz stark nach rechts lenken jetzt. Dann das Segel ein bisschen reintun. Ich geh mal da hoch ins Krähennest und schau mal, was ich sehen kann. Der Schlacht unseres Lebens. Okay, die fighten da hinten aber gegen die, ne? Ja. Alter, die haben ein richtig großes Schiff. 3 Masten oder so. Das ist aber nur ein Mann. Alter, die Geisterschiffe sehen aber extrem geil aus. Boah, was ist das da hinten? Ein Portal! Da kam ein neues Geisterschiff. Oh Mann, wir müssen da hin. Wir liefern jetzt erstmal den Schmutz hier ab und dann... Okay, fahre ich ungefähr richtig? Schau nach unten, ich bin ja oben. Du musst gucken. Jetzt mal Segel wieder raus. Damit wir Schwung du musst nach rechts. Ich sehe da hinten ein Schiff. Nee, wenn, dann muss ich weiter nach links, wenn du nach Deckertooth willst. Ach, was ist der andere Außenposten? Warte mal, da drüben ist nämlich einer, glaube ich, näher. Warte mal. Ja, nach rechts. Dreh nach rechts ab, hier hin. Okay. Das ist auch ein Außenposten. Da sind wir auch direkt bei der Ablieferseite. Wir müssen nicht außen rum. Okay, weiter. Die Insel da mit dem Schiff oben drauf, siehst du das? Ach so, ja, okay. Da müssen wir hin. Da drüben ist noch ein Schnitterschatz, den wir mitnehmen können. Der ist auch direkt nebendran. Ey, alles drin. Einmal hin, alles drin. Ja, dann geh doch zu Rosetto. Ja, mach ich. Geh doch zu Rosetto, ey. Ah, die sollen sich da hinten mal mit den Piraten prügeln. Ja. Und wenn dann, danach haben wir nichts mehr zu verlieren. Ja, dann gehen wir hin. Und greifen da einmal kräftig rein. Geil, schon wieder. Boah, in den letzten 2 Tagen habe ich richtig Asche gemacht. Beziehungsweise 3 Tagen, weil gestern konnten wir nicht spielen. Wir sind reich, aber im echten Leben verarmt. Aber sonst reich. Ja, ey, oh Gott, da kotzt ja wieder alles voll, die Sau. Bist du wieder aufgeregt? Schon. Kennst mich doch. Es war wieder so stressig und es war wieder stressig, Adrenalin, ja. Da wird mir immer übel von. Da wird mir wirklich ein bisschen übel von. Da wird da so viel los. Mein Bauch ist ganz geschwollen. Mann, wir haben Schätze an Bord. Ja. Und normales Geisterschiff. Normales hier Skelettschiff ist ja auch noch in der Nähe direkt jetzt, ne? Die Wolke. Alter, hier ist alles. Irgendwie ist das die hier ist alles Ecke. Hier ist wirklich alles. Alter, hier leuchtet was Goldenes. Wie? Gülden. Was leuchtet denn da Gülden? Güldenes Feuerwerk leuchtet hier rechts vor uns. Achso, ja, das ist hier so ein besonderes Schnitterding. Auch direkt hier. Keine Ahnung. Okay, mach mal Segel halb, mach's schnell, wenn du da bist. Okay, damit Moment, ich bin schon dran. Oder beziehungsweise mach's ganz Anker, rein. Anker. Nee, noch nicht. Mach's erst ganz rein. Alter, wir holen uns das Güldene Ding da aber auch, oder? Ja. Okay, jetzt ankern. Wenn wir da direkt drauf springen. Ah, noch nicht. Da war ich nicht nah genug für, glaube ich. Mist. Also erstmal die Festungstruhe. Die ist nämlich dickes Ding. Alter, wie es leuchtet. Das müssen wir holen. Keine Ahnung, was das ist, aber wir müssen es holen. Ich nehme... Na toll. Das Einzige, was ich hier nicht abliefern kann, nehme ich natürlich als erstes in die Hand. Pralinen, ne? Ja. So, Festungstruhe verkauft. 3000 Schmeckerlons. Also ich habe bei 90.000 habe ich gestartet. Bin mal gespannt, wie viel wir hier kriegen. Dann haben wir hier noch eine brüchige Truhe. So. Alter, das ist die Beute des Jahrtausends, ne? Ja, Mann. Richtig krass. Mega. Unser Schiff ist eigentlich zu klein. Die Leute wollen immer das für ein größeres nehmen. Wie, jetzt dafür gibt es nur 91 für eine Schatztruhe? Ja gut, das ist ja... Hier, guck mal, für einen Schädel gibt es 900 und. Hätte ich jetzt ein kleines Beiboot, würde ich da hinten zu dem goldenen Schell rüberschwimmen. Alles voll machen.
Oh, daneben. Ich pack mal einfach alles nach oben. Stell mal alles oben hin. Das ist richtig Arbeit, du. Das ist richtig Arbeit. Oder? Ich finde aber, dass man mit einem Schädel nicht sprinten kann, finde ich ein bisschen blöd. Ja, finde ich auch ein bisschen blöd. Weil so schwer kann er nicht sein. Nö. Du rennst ja auch mit deinem Degen und deinem Säbel und deiner Muskete und was auch immer du alles hast rum. Wenn es nämlich hier direkt neben uns so ein goldenes Leuchtfeuer ist, dann sind wir auch nicht unbedingt super sicher. Nicht unbedingt, nee, aber anscheinend sind alle so auf die Geister konzentriert, dass wir jetzt hier alle von Ghosts, gechillt plündern können. Also schau dir mal an, wie viele Schädel wir schon wieder haben. Ja, es ist voll krass. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist alles für Mr. Bubbles zu seinem Geburtstag. Alles Geburtstagsschädel. Bist du zufrieden, Bubbles? Mr. Bubbles? Schädel, vor allen Dingen die Augenhöhlen. Er hat gesagt, sein Kot riecht im Moment eigenartig. Was haben Sie gesagt, Mr. Bubbles? Ihr Kot riecht im Moment sehr eigenartig. Nun. Der Will ist es für Affen nicht so gefährlich, hat er gesagt. Alter, machen wir Asche. Wir machen so viel Asche den lieben langen Tag. Diddle, 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 dai. Goldsammler, yes. Hier wieder gelevelt. This is what I like. Aber guck mal, du bist auf jeden Fall so grob immer eine Stunde unterwegs für sowas, ne? Ja, für so ein Raid mit daneben. Abliefern und dies und das und Schlachten und sich gegenseitig unsittlich berühren. Ja gut, das muss sein. Das muss sein, klar. Wo ist denn der Ascheschlüssel? Hast du den? Der liegt auf dem Fass am Tisch da. Ach so. Dann machen wir es hier mal auf. Oh nein, bei mir klingelt's. Leute, ich muss dahin. Das ist The Last of Us. Das ist zu wichtig. Oh, ja, das ist wichtig. Dann flitz mal schnell, ich verkaufe hier weiter. Na Mist. Ich versuch's immer wieder, aber ich schaff's nicht. Oh, dann ist Kies jetzt eh verloren. Dann wird das jetzt nichts mehr, weil dann muss er nämlich jetzt Last of Us aufnehmen. Also keine 2 Stunden Doppelfolge. Oh, da bin ich wieder. 3 riesige Pakete, das letzte von uns. Ach, geil. Geil, Mann. Erst Schätze und dann Schätze im echten Leben. So läuft das hier. So läuft das, ja. Hammer. Und wenn ich jetzt noch Geisterpiraten sehe, dann kann ich in Frieden sterben. Oh, ich hab wieder so ein Buch. Selbst mit einem Buch bin ich langsam. Selbst mit einem Buch. Wer nimmt das Buch? Ach, das nimmt hier Georgius da oben, ne? Georgius van Duk nimmt das. Georgius van Duk, ey. Die Gebeine des Teufels. Wer will die haben eigentlich? Was bekomme ich dafür? Ah, dafür bekommen wir wieder hier diese Knattermünzen. Wir haben Nummer 1 verkauft und Nummer 3 haben wir beim letzten Mal verkauft. Wie viele Foliante gibt's wohl? Ich weiß es nicht. Kauft der die Gebeine des Teufels oder kauft die das auch? Keine Ahnung. Es war Auferstehung. Es gibt ja unterschiedliche. Und ja, aber noch eins. Wir hatten 3 und 1 haben wir jetzt verkauft. Aber hier haben wir nochmal das Fluchbuch. Das Fluchbuch. Ich bin der mit dem Fluchbuch. Ey, wo ist die Leiter? Hier drüben. Aber für den gibt's gar keinen Ruf, ne? Für was? Ja, für den Fluchmeister McGurkensäcken. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich hab einen Haufen Geld. So, nehmen Sie. Aber hier kannst du Sachen kaufen. Angebote durchstöbern. Der Schwarzmarkt. Hier kannst du Schwarzmarktgegenstände holen. Einen Foliant der Flüche haben wir jetzt verkauft? Oh, Alter, geil. Hier gibt's ja richtig geile Sachen. Du kannst dir da von diesen komischen blauen Münzen kannst du dir für 50 10.000 Gold holen. Echt? Ja. Wie, das wusste ich noch gar nicht. Ja, der Typ verkauft auch Sachen. Lernst jeden Tag was Neues, hä? Naja, der verkauft Sachen. Der Duke ist ein Händler. Nee, Duke. So, okay, ich dachte, Duke wäre nur ein Storyteller. Nee, nee. Aber er gibt Sinn, weil die Frau ist ja auch Storyteller und Verkäufer, also. Nee, nee, der gibt eine Menge Zeug. So, wir haben hier oben eine Truhe, damit können wir ein bisschen was schleppen. Können wir 3er-Packen machen. Wie ist die Lage? Wie viel Geld haben wir? Boah, ich weiß es nicht. Ich habe nicht genau darauf geachtet, wann ich angefangen habe. Schniedelpiraten wie wir.
So. Ja, ich habe auch nochmal einen Schädel abgegeben, aber die bringen nicht ganz so viel. Na, hier. Oh, 600 aber für so ein Ding. Das uralte Relikt. Kunstvolle Vase. Ja, wir haben jetzt schon 16.000. Fast 17.000 haben wir jetzt gemacht. Das ein oder andere haben wir schon geholt. Oh, die opulente Kuriosität. Sehr opulent. Man muss einfach hier mal F... Oh. Du kannst die Aschetruhe auch füllen, ne? Das ist ja klar. Aber du hast da wieder Fett an der Treppe hinterlassen. Da kannst du nämlich direkt drei Sachen mitnehmen. Füll die Truhe. Schau mal, was wir unten noch alles haben. Nee, unten ist leer. Alles abgeliefert. Oh, das ist auch das letzte jetzt gewesen. Ja, nice, wir sind durch. Echt? Ja. Doch nichts mehr am Bord. Nee, das war's. Ah doch, das Sprengfass oben noch. Ah, jo, genau. Da kommen nochmal 3000. Alter, der Handelsbund, ich bin schon richtig weit. Handelsbundfahrten fand ich voll lästig, weil die wollen dann Hühner und so ein Zeug, Und dann musst du erstmal Hühner finden. Wir haben auch irgendwelche Missionen bekommen aus dem Raid. Ja gut, Flaschenpost und so ein Zeug. Ja, so ein Kram wieder. Ja. Von den Aschetypen. Von den Aschgrauen. Hey, der Festungsschädel, der gibt doch bestimmt auch nochmal ordentlich. Alter, boah. Die Truhe hat auch nochmal gut gegeben. Na, der Schädel hat auch 3000 gegeben. Hier ist hier noch die Sprenggeschichte. Wer kriegt die Aschetruhe? Der Typ in der Kneipe, ne? Ja, Duke. Ich schau nochmal hier rein, aber ich glaube, wir haben alles. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ist das Goldene noch da? Holen wir uns das Goldene, oder? Jetzt noch in der... Ah ja. Oh, ich habe jetzt 91.000. Ich habe mit irgendwas mit 60 angefangen, glaube ich. Und ich will noch die Geisterschiffe sehen. Die sind doch bestimmt schon weg jetzt. Nee, die sind noch da, wette ich. Ah, Moment, Handelsgilde war Sprengfass, ne? Oder lass uns Geisterschiffe machen. Obwohl, das Goldene liegt so auf dem Weg. Das liegt direkt vor uns. 10 ja, Meter. Man muss es nehmen. Aber ich will auch die Geisterschiffe sehen. Ich bin da richtig heiß drauf. Ja, aber wir können auch morgen wieder spielen und die Geisterschiffe. Aber die Geisterschiffe! Sehen. Dann können wir sogar die richtige Flotte sehen. Alles klar, Anker wird gezogen. Oh, ein bisschen nach rechts, Segel auf. Die Geisterflotte. Denke, die sind noch da hinten. Ich sehe keine Geister mehr. Huh. Nee, es sind wirklich keine mehr da. Oder sie sind im Nebel und man kann sie nicht sehen, weil wir zu weit weg sind. Keine Ahnung. Das da hinten ist wieder so ein gesunkenes Schiff. Ich find's krass, dass da gerade wirklich niemand hinkommt. Dass wir so ein Raid machen konnten, ohne dass jemand kommt. Ja, ne? Es gibt Situationen, da gehe ich auf eine Insel und werde direkt angegriffen. Irgendeine Standard, normale, langweilige Billo-Insel. Oh, da drüben ist ein Schiff. Wo? Ein Wolkenschiff, meine ich. Ah, okay. Arrrr, naja, aber morgen will ich auch mal wieder die Story spielen. Ich meine, klar, wenn da so ein Raid ist, ich wollte gerade sagen, wir machen morgen normal wie immer, so wie heute. Wir starten die Story. Und dann kommen Geister. Und genau. Und Bananen, Zombies. Wenn dann unterwegs was kommt, okay. Die Hydra. Also, schauen wir mal rein. Verdammte Hydra schon wieder hier. Alter, hier rutschst du voll raus. Ja, hier kommst du nicht rein. Nee, hier kommst du nicht rein. Da kommst du nicht rein. Das kannst du nicht schön schwätzen. Da kommst du nicht, nein. Aber man kann hier ein bisschen Luft holen zwischendurch. Das ist ganz... Oh. Das ist ganz heiß, ja. Oh, hier ist Essen. Endlich Essen, du. Oh, geil, sogar Krake. Was ist das für eine geile Truhe, Alter? Dahinter ist noch eine Truhe. Hinten, Alter, was ist denn das für eine Königstruhe? Ja, aber ganz hinten drin ist noch eine. Das ist die Schnittertruhe, das ganz hinten drin. La 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 la.
Es sind nur zwei Truhen hier unten. Die Königstruhe und die Schnittertruhe. Ja, müssen wir eigentlich jetzt zum Schnitterversteck. Ist das hier in der Nähe zufällig? Nee, das ist immer, glaube ich, mittig. Und wir sind ja relativ am Rand. Ja, aber sonst hätten wir alles umsonst geholt jetzt. Naja, wir müssen dahin, klar. Wir müssen doch schnell schnittern. Die eine Truhe müssen wir auch beim Schnitter, würde ich abgeben, damit wir Schnitterruf kriegen. Was ist die eine Truhe für eine Truhe? Außenposten, Außenposten. Alter, sieht die gut aus. Truhe des Kapitäns. Gute Truhe, ne? Das ist eine gute Truhe. Aber Captain Gut-Truhe. Okay, wir sind jetzt markiert übrigens, ne? Naja, klar. Ich bring mal eben diese Juwelen runter, weil die blinken nämlich kilometerweit auch. Dann wo ist das Schnitterversteck? Ist weit, ne? Ich hab's markiert. Muss irgendwo markiert sein. Ah, hier. Schon ein Stück. Ja gut, ich zieh den Anker. Auf geht's. Nach unten rechts von uns aus jetzt, ne? Du hast geguckt. You know the map, man. You know the map. Oh, wir haben wieder Gegenwind. Noch. Das noch, ja, ja. Jetzt haben wir noch mehr Gegenwind. Okay. Noch am Lenken. Ja, so geradeaus ungefähr. Bisschen runter noch, aber jetzt können wir erstmal hier schön den Wind mitnehmen. Ich geh mal in den Ausguck, Captain. Er gucke. Er gucke in den Puck. Er gucke im Cook. Aus to the Cook. So, Captain. Arrr. Nee, geil. Keine Geister. Keine Geister, Captain. I'm afraid of no ghost. I'm afraid of no ghost. Ghost Pirates. Moment mal, vor uns ist ein Unwetter oder doch Geister? Was ist das hier oben? Irgendwas donnert und blitzt und wird bedrohlich. Ja, das ist nicht geil. Das Problem ist, hier ist noch ein riesiges Schiff unterwegs. Das ist dir schon noch bewusst, ne? Irgendwo hier muss es unterwegs sein. Ja, da hinten ist es auch. Oder ist es... Nee, das könnten die Dinge sein. Obwohl, nee, das... Das ist ein gegnerisches Schiff anscheinend. Bei einer kleinen Insel. Oh oh. Wo genau? Links von uns. Bei dieser kleinen Insel mit Gestrüpp. Okay, was ist jetzt? Ich habe keine Ahnung. Alle wollen unseren Schnitterschatz, oder? Da was? Ist ein verdammter Hai! Da ist ein verdammter Hai, Captain! Ich kann mich jetzt nicht um Haie kümmern! Nee, können wir nicht, weil da drüben sind verdammte Gegner. Mit einem Dreisegler. Oh oh, der Hai kommt, macht einen Angriff. Der ist direkt hinter uns, Captain. Der ist direkt hinter uns. Kanonenmäßig sind wir nicht wirklich gut ausgestattet, mein Captain. Nee, gar nicht gut. Gar nicht gut. Okay, wie ist die Lage? Ja, links von uns sind auf jeden Fall noch Feinde. Hat der Hai sich verpieselt? Glaub schon. Musik ist zwar noch da. Nee, jetzt ist wieder normal. Okay, ich glaube, die da hinten haben noch keine Notiz von uns genommen. Ja, spätestens, wenn sie auf die Karte gucken, sehen sie, oh, da ist jemand neben uns mit einer richtig fetten Kiste. Ja. Warte, ich habe noch ein paar Sachen aus dem Raid in der Tasche hier. Oh oh. Oh oh. Kommen die rüber? Ah, ich weiß nicht. Wie ist denn die Lage? Du kümmerst dich um Segel, dass wir gut Wind haben. Es dauert nicht mehr lang. Vielleicht gehen die auch direkt zum Schnitterversteck. Vielleicht sind die so intelligent und denken sich, ey, wir fangen die beim Schnitterversteck ab. Ja, weil ja, die eben. Halten da ziemlich gut Kurs drauf. Ja. Ja, weiß ich nicht, sollen wir sie fronten? Alter, die haben das überlegene Boot. Ich würde mich da erstmal fernhalten, bis wir da sind. Dann können wir gucken, ob sie duellieren wollen. Moment. Halten sie sich noch fern. Die Frage ist halt, wie viele sind's? Wie ist der Kurs? Minimum zwei. Wer so ein großes Schiff fährt, braucht mindestens zwei, drei Leute.
halt, ich habe noch Kettenschuss und so ein Kram. So ein Zeug habe ich. Bretter habe ich auch noch ganz gut. Ja, ich habe auch noch Kram reingetan gerade. So Geisterschüsse irgendwie, ein paar Geisterkugeln. Die haben eine bedrohliche Flagge da oben. Ich würde sagen, wir machen die bedrohlichste von allen hin. The Rainbow Flag. Let it rainbow. Sind wir bald da? Ne, es dauert noch. Mach am besten immer Segel, damit wir schnell bleiben. Okay, ich komme runter, Captain. Oh, die haben eine Flagge rausgeholt. Die wollen uns. Die wollen uns wirklich? Die haben eine rote Flagge. Verflucht. Ja, die wollen uns. Kommen die rüber zu uns? Ich denke schon. Hast du deine Waffe geladen? Guck auf, dass da Munition alles drin ist. Oh Mann! Was machen wir? Was ist der Plan? Schnell die Truhe verchecken? Zwei Truhen? Ey, was ist das? Die werden auf der Karte ganz merkwürdig angezeigt. Ja, sag ich doch. Die haben die Flagge rausgeholt. Die gehen zum Schlitterversteck, ne? Die gehen zum Schlitterversteck, oder? Ja, die gehen zum Schlitter. Die wollen uns versenken und dann unseren Schnitterschatz rapen. Verflucht! Ich schaue auf die Karte. Ich kümmere mich um den Wind. Wir sind im Storm. Okay, Wind ist im Moment perfekt bei uns. Warum wollt ihr uns? Das ist nicht so schön, wie ihr denkt. Das ist Schmutz, was wir dabei haben. Schmutz! Wir werden gleich in die rein crashen. Mit unserer kleinen Schaluppe. Was sagt der Wind? Ich kann sie nicht sehen. Ich kann sie auch nicht mehr sehen. Ist das da hinten ein Schlitterversteck? Nee, ich glaube noch nicht. Nee, noch nicht. Oh Mann! Ja, die wollen uns, die wollen uns. Okay. Geh am besten rechts rum, oder? Dass wir Distanz gewinnen. Ja. Aber dann achte auch auf Wind jetzt. Ich achte die ganze Zeit auf Wind jetzt. Alter, und was für ein Wetter dazu auch noch. Mach mir gleich in die Hose. Alle sind aufgeregt, auch Mr. Bubbles. Oh. Okay, ich guck mal unten wegen Wasser auch so. Ja, wir laufen gut voll. Was war das? Keine Ahnung. Was zur Hölle war denn das? Ich schau gerade, ob alles ganz ist. Der Bubbles untersucht schon wieder seinen Penis. Ganz schlechtes Timing, Mr. Bubbles. Ganz schlechtes Timing. Okay. Alter. Oh, 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 oh. Achtung. Das wird knapp. Oh. Was ist, wenn wir den Schlitterschatz über Bord werfen und nur die eine Kiste abliefern? Weißt du, was ich meine? Die werden uns trotzdem jagen, du weißt, wie das ist. Ja, aber vielleicht denken sie... Ey, guck mal. Okay, du musst mehr Raum gewinnen, indem du rechts bleibst. Ich lenke schon komplett, aber das Unwetter... Okay. Oh, guck mal, wie nah die dran sind. Die sind super nah dran. Soll ich versuchen, rüber zu schießen? Ja, baller die ab. Verpisst euch! Verschwindet! Alter, wenn der jetzt sitzt... Nee. Okay, verdammt. Pass auf, ich drehe. Ich versuche einen Kettenschuss reinzuladen. Geh rechts, Kettenschuss. Rechts. Ja, ja. Aber Kettenschuss ist immer so schwer abzuwägen. Die halten einfach an, die Penner, hä? Okay, was? Wir legen los. Nee. Nee, treffe ich nicht.
Okay, die Lümmel wollen unseren Schnitterschatz. Verdammt, verzieht euch. Geht weg. Oh, da drüben ist Proviant. Irgendwas Brauchbares. Aber ich glaube, die wollen auch was abliefern, hä? Vielleicht, keine Ahnung. Ich habe hier ein Fass. Vielleicht ist was Gutes drin. Proviant, jede Menge Proviant. Sind die schon beim Versteck? Ja, ja. Denkst du, die wollen gar nicht kämpfen, sondern was abliefern? Ja, guck mal, die fahren auch direkt aufs Land drauf quasi. Okay, wir gehen auch hin. Aber sie haben geschossen, also sie... Die sind direkt aufgelaufen. Die wollen ihren Shit verticken und dann wollen sie uns töten und unseren Shit verticken. Diese Schweine! Ich habe schon mal die Captain-Kiste in der Hand. Aber du musst die Schnitterkiste zuerst verkaufen. Wir legen beides oben hin, das bringt dir eh nichts. Die schießen. Oh. Wir müssen an Land. Wir müssen an. Die schießen. Lümmel, lümmel, lümmel. Oh. Brandbombe, Achtung. Die kommt gut. Die kommt gut. Au. Der hat gesessen. Au, der hat gesessen. Au. Wir haben sie aber auch getroffen. Geh an Land. Wir müssen das abliefern. Wir haben keine Chance gegen eine ganze Crew. Ja, die haben ihre Schätze schon dahin gelegt, die Penner. Siehst du da? Da steht er. Ich spring! Versuch da drüben zu kämpfen. Schnapp dir die Kiste. Das ist halt eine ganze Bande. Ich versuche hier gerade undercover-mäßig mich ranzuschleichen. Kommt hier irgendwo Wasser rein bei uns? Ja, klar. Mich nur hier durchmogeln. Die schießen irgendwo. Die sind bei uns an Bord. Egal, hast du die Kiste? Nein, ich bin tot. Ich habe die Kiste, ich habe die Kiste abgegeben. Aber die Schnitterkiste wäre viel besser gewesen. Ich dachte, die andere wäre wertvoller. Nein, deswegen habe ich vorher gesagt, nimm die Schnitterkiste. Oh Gott, wie viele sind das denn? Ich sag, nimm die Schnitterkiste. Ich dachte, die andere wäre wertvoller. Ja, weil sie so selten aussieht. Die kriegst du bei jedem Händler um die Ecke. Ihr Captain ist down. Da wird die Kiste noch verkauft. Unsere? Ja. Habt ihr nächsten? Alter! Ja, ich hab alle! Versenkt die Bude! Such dir Brandbomben, versenkt den Schiff, deren. Ich hab leider nix. Sprengbomben, Brandbomben! Ihr Schweine! Versenkt die Bude! Ey, die sind ja an Bord. Ah ne, das war die Katze. Ich habe alle drei erledigt. Ich glaube, sie haben irgendwas an Bord. Die kommen wieder, die kommen wieder. Ja! Ich glaube, ihr Ding geht unter. Und wenn es untergeht, können wir vielleicht ihre Schätze nehmen. Ich weiß nicht, ob die es vertickt haben. Diese Schweine. Ja, ich dachte halt, die andere, ich kenne ja die Truhe nicht. Ich war halt neugierig. Ja, aber wie kannst du das denken? Keine Ahnung, ich dachte halt, weil die so besonders aussieht, dass die halt was wert ist. Ja, gut. Jetzt hassen mich wieder alle. Okay, die kommen, die kommen. Wo bist du? Oh, der hat mir gut gegeben. Boah. Nee, diesmal haben sie mich erwischt. Einer ist down. Ich bin weg, ich bin weg. Ich komm. Aber hast du, aber ist ihr Schiff down? Ihr Schiff sinkt, ja, ja. Ach, wenigstens das. Wir können also spawnen, die nicht. Einer ist noch einer down. Ja, noch gut. Kacke, aber einer durchhalten. Rum. Dann renn ein bisschen weg. Nee, bis ich bin da tot. Ach so. Oh nein, er holt seinen Kumpel wieder. Shit, aber ihr Schiff ist weg, ne? Ihr Schiff ist weg. Wenn du jetzt spawnst, okay, haben wir noch eine Chance. Okay. Komm schon. Die reden irgendwie holländisch oder so. Verdammte Holländer! Die Dutch ist wieder. Diese Höllenholländer! Komm schon. Good fight, good fight. Ich bin da, ich bin an Bord.
sind an Bord unseres Schiffes. Mach sie tot. Ich warte, bis du kommst. Alter, gibt's doch nicht. Nee, ich bin weg. Verdammt. Bist du da? Ja. Die sind an Bord. Hast du nicht eine Blunder? Die ist besser für sowas. Dem einen habe ich schon gut Schaden gemacht. Hä, der eine ist ans Wasser gesprungen. Mach den anderen fertig. Weiß nicht, wo der ist. Halt es, bleib an Bord. Halt es erstmal sauber, bis ich komme. Dann gehen wir beide drauf. Wo ist der denn? Der taucht da hinten. Kannst du ihn erschießen? Ja. Boah, ich habe ihn sogar getroffen. Nice, sehr gut. Weggesnippelt mit der Pistole. Sehr gut. Ich bin unterwegs. Mr. Bubbles freut sich voll. Ja, Mr. Bubbles, Blutrausch. Wen hast du geholt? Das war ein Schiffsjunge und ein Captain. Ja, ja, den Captain habe ich geholt auf jeden Fall. Und der eine Schiffsjunge kann ja auch nicht mehr hier sein. Da läuft noch einer. Einer läuft noch hier rum. Irgendwas Rotes liegt hier auch rum. Ach, die haben unsere komischen Steine klauen wollen. Und down. Die haben unsere Questgegenstände klauen wollen. Haben die irgendwas verloren? Guck mal bei ihrem Schiff. Ne, ich glaube, die hatten nichts mehr. Wo stand verdammt. Das denn? Hier irgendwo, ne? Naja. Aber sie haben hier was an den Strand gelegt. Hier blinkt noch was. Ah ne, das ist unser... Oder? Ah ne, das ist ein Sternjuwel. Doch, das ist unser Questgegenstand. Ja, die wollten sie klauen. Egal, wir haben aber unser Schiff verteidigt. Das ist auf jeden Darum Fall... Darum geht's in dem Ganzen. Irre. Wir haben Irre. Wir haben Irre. Naja, Irre. Die haben uns die Schnittertruhe gemobst. Egal, ja. Dafür sind sie jetzt irgendwo im Nirgendwo gespawnt und weinen. Verdammt. Doch, die waren nicht alt genug für das Spiel. Aber die waren nett. Ja, aber wir haben gewonnen. Verdammt. Naja. Ja, aber so macht's dann Spaß. Weißt du, wie oft ich schon irgendwie dann beleidigt worden bin und so. Weißt du, und er so wenigstens, hey, ja, cool. Leute. Let's have fun. Das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns wieder in der nächsten. Lasst auf jeden Fall eine schnittertastische Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Jingling.